Wenn die Sonne die Luft über den Bergen flimmern lässt, steigen sie auf, ziehen ihre Kreise mühelos und schwerelos. Im Leib dieser Vögel schwingt sich der Tote auf zu neuem Leben, wie viele Kulturen glauben. Unsterblichkeitsgedanken begleiten den Flug der Geier ebenso wie der düstere Hauch der Verwesung. Diesen riesigen Vögeln, Mittlern zwischen Tod und Auferstehung, als abstoßend verrufen, doch auch als heilig verehrt, ihnen gilt unsere Expedition. Das wilde Andalusien, die eigenartige südliche Landschaft, Kakteen, der trockene Wind, die Freundlichkeit der Leute fernab der Touristenstraßen, all das will uns gefangen halten mit seinem Reiz, doch wir müssen weiter. Unser Ziel liegt in den Bergen der Sierra. Irgendwo in den öden heißen Kalkfelsen hoffen wir, eines der letzten Rückzugsgebiete der Gänsegeier zu finden. Nicht einmal der Duft des Anis, unseres Lieblingsschnapses, für ein paar Peseten überall zu haben, lässt uns verweilen, obwohl wir ihn verdient hätten nach den erfolglosen letzten Tagen. Wir haben sie nicht gezählt, die Felswände, die wir bereits untersucht haben, ohne die Spur eines Geiers zu entdecken. Antonios heißer Tipp hat uns hierher geführt, in die Sierra de Grazalema. 5 Eselstunden durch die Korkeichenwälder, dann beim Lastwagen rechts ab, hat er gesagt. Die Schlaglöcher hat Freund Antonio allerdings verschwiegen. Erzählt hat er uns von den zahlreichen Kurven und von den Steigungen, die die Lolita, wie er sein Maultier liebevoll nannte, nicht mag. Die Landschaft ist für uns neu und reizvoll. Diese menschenleeren Wälder, die klare Luft. Hier gefällt es uns. Und schön wäre es, wenn Antonio recht behalten würde. Antonios Tipp war ausgezeichnet. Hier können wir ungestört das Privatleben der Geier beobachten und mit unseren Geräten dokumentieren, denn vor uns liegt, fernab jeder Zivilisation, die Horstwand unserer Gänsegeier. Wir müssen hier ganz leise sein und dürfen uns auch nur vorsichtig bewegen, denn die großen Vögel hier am Horst dürfen von unserer Anwesenheit als Menschen hier nichts mitbekommen. Manche Bewegungen, die sie nicht vermeiden lassen, wie zum Beispiel das Durchschieben der Kamera oder des Objektivs aus dem Ansitz, darf der Vogel nicht mit uns in Verbindung bringen, mit uns Menschen. Seine Verhaltensweisen würden sonst durch Scheu beeinträchtigt. Du meldest dich dann? Ich melde mich dann, ja. So, viel Glück. Im Halbschatten eines Busches spielt sich auf einem Felsvorsprung das Familienleben unserer Geier ab. Gänsegeier brüten nicht nur in Südeuropa, sondern auch in Nordafrika und Asien in unzugänglichen Felswänden. Hier finden sie und ihr Junges den besten Schutz vor Feinden und Nesträubern.
Vor etwa 3 Wochen ist der kleine Geier aus dem Ei geschlüpft. Und da Geier liebevolle Eltern sind, bleibt immer ein Elternteil beim Horst Wache halten gewissermaßen. Seinem scharfen Auge entgeht nichts. Und wir haben immer den Eindruck, als wollte der Vogel mit seinem Blick unsere Zeltwand durchdringen. Doch die Vögel haben keinen Verdacht geschöpft. Sie putzen sich ganz gelassen, was sie nicht täten, wenn sie Angst hätten. Es ist einfach die Art der Geier, mit ihren leistungsstarken Augen die Umgebung zu untersuchen. In der Tat, das Auge der Geier ist eines der besten im ganzen Tierreich und dem menschlichen Auge bei weitem überlegen. Geier an, Geier ist kommen. Es hört, was gibt's? Gibt's nichts Neues, wird nur hören, ob du schön schwitzt dort in den Felsen. Ja, schwitzen tue ich ganz schön und am Horst ist im Moment auch nichts los. Kannst du irgendwo welche Fliegen sehen? Nein, Geier sehe ich im Moment keine, da sind keine unterwegs. Allerdings Pillendreher habe ich hier eine Menge, aber die nützen dir nicht viel. Ich melde mich dann mal wieder. Okay. Ja, die Pillendreher, die schon den alten Ägyptern heilig waren und die hier ihre Pillen fabrizieren, die möchten wir Ihnen im Film natürlich nicht vorenthalten. Nur leider, woraus sie ihre Pillen drehen, das ist schlicht gesagt Kuhdreck. Aus einem frischen Kuhfladen hat der Pillendreher oder Skarabäuskäfer durch Drücken und Schieben ein Stück herausgetrennt und zu einer Kugel geformt. Mit dieser um ein Vielfaches schwereren Kugel begibt sich der kleine Käfer auf Wanderschaft. Rückwärts krabbelnd rollt er den Kotballen mit den Hinterbeinen fort, wobei er sich mit den kräftigen Vorderbeinen abstemmt. Die für den Käfer riesigen Grashalme erfordern seine ganze Geschicklichkeit, erfordern einen Kraftakt. Interessant ist es zu beobachten, dass der Skarabäus ab und an auf seine Pille klettert, um die Umgebung von diesem Aussichtsplatz zu betrachten. Doch nach welchen Gesichtspunkten er die Richtung wählt, ist bisher noch nicht genau geklärt. Diese ganze Mühe dient der Sicherheit des Nachwuchses. Dieses Skarabäusweibchen wird die Kugel irgendwo, vielleicht 5 Meter vom Kuhfladen entfernt, vergraben. Dann wird sie ein Ei hineinlegen und die kleine Käferlarve, die aus dem Ei schlüpft, wird sich wie im Schlaraffenland fühlen. Denn in der Brutkammer findet sie nicht nur Nahrung, sondern auch Schutz. Würden die Pillendreherweibchen ihre Eier einfach in einen vorgefundenen Kuhfladen legen, würden gewiss viele Vögel kommen und den Nachwuchs der Käfer fressen. Mit dieser Methode, mit dem Vergraben von Nahrungspillen für den Nachwuchs, haben die Skarabäuskäfer Erfolg. Was man daran sieht, dass sie nur wenige Eier zu legen brauchen, um ihrer Art eine ausreichende Nachkommenzahl zu sichern. Im Gegensatz zu vergleichbaren Käferarten ohne Brutfürsorge. Hier erscheint dem Skarabäus der Platz geeignet. In dem ausgedörrten Boden dauert das Graben der Brutkammer lange und erst wenn diese tief genug ist, rollt der Käfer die Pille in das Loch. So, halte ich mal bereit, da kommt einer. Achtung, der landet gleich ein, Hans, pass auf. Da es für uns außerordentlich wichtig ist, auch über das Geschehen rund um den Horst genauestens informiert zu sein, haben wir auf der Wiese des Pillendrehers den 2. Beobachtungsposten eingerichtet. Denn aus dem Ansitzzelt hier oben hat man leider nur einen recht beengten Blickwinkel. Dieses Grünzeug dient als Nistmaterial. Während der 52 Tage dauernden Brutzeit und auch während der langen Nestlingszeit des Jungen wird ständig am Horst renoviert. Das Junge ist offensichtlich enttäuscht. Aus seinen Bettelrufen lässt sich schließen, dass es eine Fütterung erwartet hat. Nicht jeden Tag ist für die Geier der Tisch gedeckt und tatsächlich kann das Junge auch eine längere Hungerzeit überstehen, jene Tage also, an denen die Suchflüge der Altvögel ergebnislos bleiben. Bei den Gänsegeiern lässt sich äußerlich das Geschlecht nicht bestimmen, sodass wir auch nicht sagen können, ob eben der Vater oder die Mutter gelandet ist. Wir können also nur sagen, dass der 2. Altvogel jetzt die Horstwache übernehmen wird, während der 1. auf Nahrungssuche geht.
Jetzt am frühen Morgen ist es noch nicht so furchtbar heiß hier bei uns im Ansitzzelt. Doch die Hitze der letzten Tage hat unter dem Vieh der Spanier einige Opfer gefordert. Und an solch einem Hitzeopfer haben wir unser Ansitzzelt hier aufgebaut, nämlich an einem toten Kalb, weil wir das große Fressen der Geier beobachten wollen. Doch die Geier haben sie in den letzten 2 Tagen, die wir uns hier schon aufhalten, noch nicht blicken lassen. Trotzdem sind wir sicher, dass die Geier hier über dem Platz bereits in großer Höhe kreisen und die ganze Szenerie beobachten. Was für uns bedeutet, dass wir das Ansitzzelt nur bei Nacht betreten dürfen und es auch nur wieder bei Nacht verlassen können. Ja, gewissermaßen sitzen wir hier in einem Gefängnis, wo wir nicht mehr für die allermenschlichsten Bedürfnisse raus können. Leider keine Geier. Es ist nur eine kleine Kohlmeise, die das tote Kalb inspiziert. Sie sammelt Haare zur Auspolsterung ihres Nestes. Und sicher kommt es der Kohlmeise auch sehr gelegen, dass sich die Haare leicht rupfen lassen, da das Kalb schon seit einigen Tagen unter spanischer Sonne modert. Übrigens war die kleine Meise der einzige Besucher an unserem 3. Ansitztag. Der 4. Tag beschert uns außergewöhnliche Besucher. Das, was uns seit Tagen peinigt, der beißende Geruch des verwesenden Kalbes, hat die verwilderten Hausschweine sicher von weit her angelockt. Was für unsere Geier bestimmt ist, lassen sich jetzt die Schweine schmecken. Als Allesfresser machen sie auch vor Aas nicht Halt. Und dann noch ihr freudiges Quieken, das bringt uns in Panik. Lauf, lauf, Mensch! Mensch, das liegt doch nicht bei euch, Schlag! Los, jetzt aber los! Das letzte noch weg! Au, ab! Los, los, jetzt! Auf, aus da! Gehst du weg! Na Gott sei Dank! Wir haben sozusagen Schwein gehabt, das unser Gebrüll ausgereicht hat. Jedenfalls hätten wir unser Zelt nicht verlassen dürfen, ohne Gefahr zu laufen, von den Geiern gesehen zu werden. Am 5. Tag endlich Geier. Förmlich aus dem Nichts kommen, ziehen sie ihre Kreise, kreisen enger, kommen näher, werden schnell mehr und beäugen unwahrscheinlich vorsichtig die Szene unter sich. Seit 5 Tagen stehen unsere Geräte bereit, wartend auf diesen Augenblick. Unsere Kameras laufen und zeichnen das Verhalten der ersten beiden Geier auf, die wie die sprichwörtliche Katze um den heißen Brei schleichen. Die Gänsegeier, die verwandtschaftlich den Greifvögeln zugehören, also den Adlern nahestehen, sind hochspezialisierte Geschöpfe. Sie schlagen keine lebende Beute, ja, sie sind dazu nicht einmal in der Lage. Sie suchen tote Tiere. Und um diese doch recht seltene Nahrung zu entdecken, bedienen sie sich ihres außergewöhnlich gut entwickelten Gesichtssinnes und einer perfekten Technik des Segelfluges. Sie sind meist am Ausnutzen von Thermik und Hangaufwinden, in denen sie mühelos über riesige Strecken gleiten. Ohne einen Flügelschlag suchen sie täglich ein riesiges Gebiet nach Fressbarem ab. Nun hat sich der erste Biss unmittelbar an den Kadaver gewagt, das kommt uns ungelegen. Jetzt, am Abend, ist das schwindende Licht für Filmaufnahmen schon recht schlecht und wird höchstens noch für 10 Minuten reichen. Nummer 2 bläst zum Angriff. Das Gros verhält sich abwartend. Erstaunlich viele Vögel haben sich mittlerweile hier versammelt. Es ist eine nützliche Verhaltensweise der Geier, während der Suchflüge die Kollegen ständig im Auge zu behalten. Landet einer der kreisenden Vögel ein, lohnt es sich meistens für die anderen Geier nachzuschauen, ob er fündig wurde. Und so entsteht der Eindruck, dass ein landender Geier die anderen förmlich vom Himmel saugt.
Die Hungrigsten ziehen den Kreis enger. Das Licht für unsere Kameras nimmt rapide ab und mit Erleichterung beobachten wir, wie die großen Vögel sich in den Korkeichen rings um unser Kalb zur Nachtruhe einrichten. Gewöhnlich übernachten Gänsegeier nur in Felsen. Und jetzt durchschauen wir auch ihre Taktik. Von hier aus sind sie morgen früh sofort am Kadaver. Sie brauchen also nicht erst auf Sonne und Thermik zu warten, um die Strecke von ihrem gewohnten Schlaffelsen bis zum Futterplatz im Segelflug überwinden zu können. Um jede Störung zu vermeiden, bereiten wir uns auf eine ungemütliche Nacht im Ansitz vor. Zwischen all der Technik, die wir für morgen gewissenhaft vorbereiten. Wie erwartet, bereits im frühen Morgengrauen nähert sich der hungrigste Geier dem Kadaver. Und als hätten sie Angst, etwas zu versäumen, verlassen auch die anderen Geier ihre Schlafplätze. Immer dann, wenn Tiere in einer Gemeinschaft auftreten, wird eine Verständigung nötig, eine Art Sprache untereinander in Gesten und Lauten. Mit Drohgesten und Drohlauten hält dieser hier Konkurrenten auf Abstand. Um an Muskelfleisch und Eingeweide zu gelangen, gehen Gänsegeier den Weg des geringsten Widerstandes. Sie nutzen die natürlichen Leibesöffnungen. Immer wieder wirft er drohende Blicke auf seine Artgenossen, die ihm seinen Platz streitig machen könnten. Bekanntlich macht Zugucken hungrig, die Fresslust steigt und mit zunehmendem Hunger wächst bei Geiern die Aggression. Für den zurzeit noch dominierenden Geier wird es immer schwerer, seine Position zu halten. Weitere landen ein, immer näher rückt der Mob. Sein unmissverständliches Drohen bleibt unbeachtet, jetzt helfen nur noch handfeste Argumente. Durch eine Offensive versucht er seine Vormachtstellung, seine Alpha-Position zu erhalten. Und wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Doch weichen sie zurück, wenn der Alpha-Geier in Imponierhaltung zurückkehrt. Der Vogelkundler Klaus König hat als erster festgestellt, dass in einer Gänsegeier-Fressgesellschaft die Rangordnung nicht festliegt. Bei diesen Vögeln regelt der Hunger den Aufbau der Hierarchie. Ein imponierendes Bild. Mit gewaltigen 2,50 Meter Flügelspanne beansprucht der Geier in Herrscherpose das ganze Kalb für sich. Nun drängt es hungrige Geier in Scharen zu Tisch. Für uns wird die Sache unübersichtlich, der Drängeleffekt verwischt die Rangordnung. Es lässt sich kaum sagen, welcher der Geier zurzeit die Vormachtstellung innehat. Ein weiterer Vogel naht mit Imponierschritten und hat Erfolg, wie wir sehen. Für kurze Zeit kann er dominieren. Mit Imponierschritt und drohend vorgestrecktem Hals naht im Parademarsch der nächste Aspirant. Der Verprügelte zetert kläglich. Zu allem Überfluss wird der arme Kerl auch noch festgehalten und vom Angreifer in den empfindlichen Hals gekniffen. Faustrecht wie im Wilden Westen. Der Stärkere, der Frechere bleibt Sieger. Doch so gefährlich wie die Prügeleien scheinen, sind sie in Wirklichkeit nicht. Wir haben nie ernstliche Verletzungen beobachtet. Die regelnden Mechanismen der Rangordnung sind ritueller Art. Zuerst imponieren, dann drohen. Erst wenn beides nicht Beachtung findet, wird gekämpft.
Dieser Kampf soll den Artgenossen jedoch nicht beschädigen, nicht außer Gefecht setzen. Er soll nur dem Gegner nachdrücklich klar machen, wer hier zurzeit der Herr ist. Hier demonstriert uns der Geier die Vorteile seines langen, fast nackten Halses. Ohne die zähe Lederhaut eines Kadavers öffnen zu müssen, erreicht der Geier allein durch die natürlichen Leibesöffnungen Eingeweide- und Muskelfleischpartien. Nun bleibt es nicht aus, dass Kopf und Hals mit Blut und Schmutz besudelt werden. Doch durch die besondere Struktur der spärlichen Federn wird jeder Schmutz beim Eintrocknen nahezu selbsttätig abgestoßen. Der Geier findet es nun mal wieder an der Zeit, seine beherrschende Position erneut zu festigen. Drohfuß und ein Imponiertänzchen, der Erfolg lässt nicht auf sich warten. Etwas abseits des eigentlichen Geschehens hocken die Wartenden. Verdauend nach der Füllerei oder sonnenbadend und putzend. An seinem sauberen Gefieder erkennen wir, dass er noch nicht zum Zuge kam, im Gegensatz zu diesem hier. Fresslust und satte Zufriedenheit. Die Statisten der heißen Schlacht am kalten Buffet bieten ein buntes Bild. Das Zugucken steigert seine Gier bis zum Exzess. Das Wasser läuft ihm im Schnabel zusammen, ja läuft förmlich über, bis es tropft. Nun geht die Fressgier mit ihm durch, er kann sich nicht mehr bremsen. Der heimtückische Angriff verhilft ihm zum glatten Schultersieg. Doch kaum will er den Sieg genießen, geht's ihm ans Leder. Ein Pärchen am Rande hat andere Ideale. Verblüffend die Zärtlichkeit, mit der die sonst so streitsüchtigen Vögel ihre Zuneigung zu erkennen geben. Und wieder sorgt ein Spätankömmling für Belebung der Szene. Mit dem gleichen eindrucksvollen Drohen und Imponieren geht er in die Offensive, versucht die Spitze der Rangordnungsliste zu erreichen. Bei so viel Drohgehabe kommt er selbst kaum zum Fressen. Ähnlich geht es seinem Gegenüber am anderen Ende des Kadavers. Jede kleinste Unachtsamkeit wird rücksichtslos ausgenutzt. Diese Streitsucht, diese Fressgier und ihr Wühlen und Zerren am Aas ihrer alleinigen Nahrung. Diese Art, sich mit Kadaver maßlos vollzukröpfen, sich zu verschmutzen und zu besudeln, all das verschafft ihnen beim oberflächlichen Beobachten ein mieses Image. Und es spricht für die Einsicht der alten Kulturvölker, dass sie die Geier ungeachtet ihres ekligen Gewerbes mit heiliger Scheu betrachten. Wir müssen uns vor Augen halten, dass weite tropische Gebiete unserer Erde vor totaler Verseuchung bewahrt blieben,
Die Geier sind die Hygienevögel, die aufräumen mit all dem Verwesenden. Die sommerliche Hitze hat in der Sierra das Wasser knapp werden lassen. Der neulich noch muntere Bach ist zu einem dünnen Rinnsal geschrumpft, dessen warmes Wasser ein reiches Leben beherbergt. Wasserinsekten und Natrix maura, die Wasserschlange, sie ist harmlos und sie ist selten in diesem Bach. Häufiger dagegen treffen wir die Schildkröten an. Ja, wo kommst du denn her? Uns trifft man zweimal wöchentlich am Bach beim Wasseraufbereiten. Die kleine Pumpe presst das Wasser durch ein recht wirkungsvolles Filtersystem aus Keramik, das sämtliche Bakterien aus der warmen Brühe entfernt. Doch der Geschmack bleibt unverfälscht. Zwei Kanister pro Woche decken freilich nur den Trinkwasserbedarf. Das bedeutet, auf Waschen und ähnlichen Luxus zu verzichten. Der Sechsradwagen erleichtert den langen Rückweg mit dem schweren Kanister. Nun herrscht wieder Ruhe am Bach und die Samtkopfgrasmücke kehrt auf ihre Singwarte zurück. Endstation für unser Sechsradfahrzeug. Die Trockenzeit hat unter dem viele Opfer gefordert. Der Tisch für die Geier ist reichlich gedeckt. Und wir haben die berechtigte Hoffnung, jetzt endlich die Fütterung des jungen Geiers beobachten und im Film festhalten zu können. Wir kennen den Weg, der uns bevorsteht. Die Kameras, die langen Objektive, Tonausrüstung und Stativ, all das haben wir schon mehrfach in die Brutfelsen geschafft, vergeblich bisher. Aber unser Einblick in das Privatleben der Geier wäre unvollständig ohne die Futterübergabe des alten Geiers an sein Junges. Die Gebüschzone am Fuß der Geierfelsen ist schattig. Das ist ihr einziger Vorteil. Um Lärm zu vermeiden, setzen wir das Buschmesser sparsam ein. Auf den Ziegenpfaden ist der Kriechgang am geeignetsten. Aufrecht würde der Rucksack noch häufiger hängen bleiben. So. Über den Karstfelsen liegt lähmende Hitze. Und nur in den schützenden Spalten hat spärlicher Pflanzenwuchs Fuß gefasst.
Die Felsen sind bizarr geformt. Heftige Winterregen haben den Kalk seit Jahrtausenden modelliert und ihm die heutige, eigenwillige Form gegeben. Haben Grotten und Höhlen ausgewaschen und scharfkantige Grate geschliffen. Vierzig Kilo auf dem Rücken verlagern den Schwerpunkt und machen aus dem Weg zum Geierhorst einen Balanceakt. Die Perleidechse. Sie genießt die Hitze, ja bei dieser Glut wird sie als wechselwarmes Tier erst richtig munter. Ein Mondhornkäfer, auf die Gelegenheit hat sie seit Stunden regungslos gewartet. Mauseloch haben wir das letzte Stück vor dem Geierhorst getauft. Mit dem unförmigen Gepäck nicht gerade bequem. Am Horst hat sich nichts geändert, wenn man davon absieht, dass das Junge etwas größer geworden ist. Wir haben unwahrscheinliches Glück. Der alte Geier beginnt mit der Fütterung, gerade als wir mit dem Aufbau der Geräte fertig sind. Das Junge bettelt lautstark. Es geht ihm offensichtlich nicht schnell genug. Jetzt sehen wir es deutlich, ein kurzes Schütteln und die Nahrungsbrocken rutschen aus dem Kopf des Alten. Das Futter für das Junge transportieren die Gänsegeier im Gegensatz zu den anderen Greifvögeln im Kropf. Sehr vorteilhaft für das Junge, denn im Kropf wird das Futter mit hochgepumptem Magensaft vorverdaut. Es wird bekömmlicher für den kleinen Geier. Bei Geiern ist der Kropf außergewöhnlich dehnbar. In ihm lassen sich große Nahrungsreserven speichern. Eine nützliche Einrichtung, denn bei längeren Hungerperioden können die Geier sich und ihr Junges gewissermaßen aus dem Kropf versorgen. So erklärt sich auch die scheinbar maßlose Fressgier der Geier. Da sie nicht jeden Tag Futter finden, müssen sie Vorrat schaffen. Müssen momentane Nahrungsangebote nutzen.
Bis zum geht nicht mehr füllen sie ihre Kröpfe. Nach der Fütterung spendet der Altvogel Schatten. Gleichzeitig gibt dieses Kontaktverhalten dem Jungen das Gefühl der Geborgenheit. Sein Betteln ist verstummt, es ist satt und zufrieden. Vier Stunden später taucht der zweite Geier auf. Er hält Kurs auf den Horst und zum Abbremsen seiner Geschwindigkeit lässt er die Beine hängen, was eine den Störklappen beim Flugzeug ähnliche Wirkung hat. In einer ausgefeilten Technik fliegen die großen Vögel den Horst von unten an, um dann flügelschlagend die restliche Geschwindigkeit abzufangen. Die Ablösung für den ersten Geier ist gekommen, nun ist er an der Reihe, auf Suchflug zu gehen. Die Bettelrufe verfehlen nicht ihre Wirkung auf den Alten. Mit fürsorglicher Hingabe gibt er seinem Küken Futter. Ein starker Kontrast zu ihrem rücksichtslos aggressiven Verhalten am Kadaver. Frisches Fleisch, so wie hier, verfüttern Geier selten. Sie sind in der Lage, Fleisch jeden Verwesungsgrades zu sich zu nehmen. Denn gegen Leichengift sind sie immun. Bakterien, wie beispielsweise Erreger von Cholera und Milzbrand, werden bei der Passage des Verdauungssystems der Geier abgetötet. Ein nicht zu unterschätzender Beitrag zur Seuchenbekämpfung. Die kleinen Bröckchen, die den so perfekt aufeinander eingespielten Vögeln bei der Futterübergabe daneben fielen, werden nun aufgeräumt. Im Ansitzzelt herrscht eine wahnsinnige Hitze, die nur der Eidechse auf dem Zeltdach behagt. In der Nachmittagsglut ist der Geier eingenickt. Ein kurzer Blick nach oben, über uns kreist ein Geier. Ob das ein Partner ist? Er schwenkt ein. Zum Landeanflug fährt er das Fahrwerk aus. Er bremst mit den Füßen die Geschwindigkeit ab. Und mit einem Schulterzucken verringert er die Größe seiner Tragflächen. Die angewinkelten Schwingen lassen ihn rasch an Höhe verlieren. Überraschend schnell ist der Geier wiedergekehrt und uns gelingt ein seltenes Dokument. Er hat dem Jungen Wasser mitgebracht.
Den größten Teil des Tages verbringen die Geier in der Luft. Dieser unermesslich große Raum zwischen Himmel und Erde ist ihr Element. Hier bieten sie einen Anblick majestätischer Mühelosigkeit, wenn sie mit bewegungslosen Schwingen über die Sierra streichen. Die Handschwingen sind gespreizt wie gigantische Finger, um die Unruhen der Luft auszugleichen und um sicher zu fliegen in den unberechenbaren Winden zwischen den Klippen. An warmen, sonnigen Tagen, wenn die Thermalwinde von der erhitzten Erde aufsteigen, schrauben sie sich empor in der Säule der unsichtbar aufstrebenden Luft. Dabei beobachten sie mit ihren scharfen Augen weit unter sich die Erde. Sie sind die Beschatter von Wild- und Viehherden, von Kriegszügen und Jagdsafaris. Unheimlich die Geduld, mit der sie warten, wie Schatten des Todes am Himmel kreisen, vergehendem Leben folgen, bis ihre Stunde naht.